ich bin's wieder, Kesonaihara, hier mit meinem Let's Play von Pokémon Gelb. Haha, diesmal habe ich es richtig gesagt. Fast hätte es mich nochmal dran gekriegt. Mein scheiß Kopf. So, wir sind nämlich in der MSN. Hocken hier und ich wollte eigentlich mein Pokémon tauschen. Oh. Ach, dieser Knosp sieht aber gerade auch nicht so gesund aus. So. Problem gelöst. Und weiter hier die Leute bekämpfen. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Ich bin ein Kind. Was willst du? Sieba. Na dann. Rankenhieb. Blub, blub, blub. Süß. Dann noch ein Tackle hinterher. Welcher ein Volltreffer war. Ein Muschas. Nochmal Rankenhieb. 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 Was one-hittet. Oh, Tentacher. Oh. Das könnte jetzt interessant werden. Meines Erachtens dachte ich mir. Okay, dann wird wieder Tackle gespammt. Und das war ein Volltreffer! Bam. Aha, das hat geklappt. Giftpuder. Wollte es nicht schon von einer gewissen Zeit Giftpuder lernen? Oder habe ich jetzt was verwechselt? Aber okay. Alter, dieser Schluckauf gerade. Vom Sound her, meine ich. Viel unter, das war's für mich. Ja, scheiße, ne? Hast du schon den Profi-Angler in Urania City besucht? Ja, habe ich. Da hat mir eine Angel geschenkt. Netter Mann. Ja. Dann kommt das Metbo wieder nach vorn. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Und jetzt bist du es nicht? Warum? Weil du alt geworden bist, oder was? Das ist aber traurig. Epileptischen, komm. Fucking Bubbles! Seifenbläschen. Ach, süß. Ist und bleibt süß. Noch ein Seepaar. Ja, komm. Training heißt Training heißt Training. Und das war ein Volltreffer. Schön. Da wird dieser Epileptische gut Schaden machen. Ja, 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 ja. Passt. Und noch einen Epileptischen. Und noch ein Seepaar. Aha, es ist verwirrt. Und haut sich selbst. Auf dich selbst zu schlagen. 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 Wie schnell ging das denn bitte vorbei? Alter! Oh nein, verloren. Wasser-Pokémon leben unter Wasser.
Da! Du benötigst eine Angel. Alter, Wasser-Pokémon leben im Wasser. Oh! Auch Seeleute besitzen Pokémon. Das habe ich anhand deiner Kollegen schon festgestellt. Dankeschön. Tentacha, du kommst mir gerade richtig. Fress meinen epileptischen, qualvollen Volltreffer! Sterndu. Jetzt in der Hoffnung, dass nichts Ernstes passiert. Da tausche ich jetzt einfach mal aus. Why not? Why not? Garados. Nom. Einmal gebissen. Nom. Und weg. Komm mal, das ist geil. Das war eine reife Leistung. Danke. Seeleute fangen ihre Pokémon auf hoher See. Wo sollen sie es auch sonst tun? I wonder. So, Tauboga. Du bist als fast einziger noch recht fit. Naja, außer Glutexo, aber Glutexo möchte ich jetzt nicht unbedingt nach vorne setzen bei so vielen Wasser-Pokémon. So, du bist Erholung. Nein. Nein. Hab ich nicht nötig. Aha. Warte doch mal! Lass uns plaudern! Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Seht ihr, was ich meinte? Ein Angler! Aha! Der erste Angler. Oh! Das war nicht mal ein Volltreffer! Alter! Das ist mein Tauboga. So, noch ein Stern, du. Wusch. Und wusch. Haha. Did work out well. Hat Muschas. Der ein bisschen mehr aushält und sich dann in seinem Panzer verkriecht. Alter, lass das. Lass das. Würde dich nicht ewig beschützen? Ich will weiter dich hieben. Volltreffer! Da! Siehst du? Was glaubt er ja? Mist, das war nichts. Gut erkannt. Ich hätte dich fast mit auf meine Angeltour genommen. Ach, und jetzt, wo du verloren hast, willst du nicht mehr? Ach, sag dich doch. Schlechte Verlierer. Pfui. Wie ich mir dachte, ich habe keinen Dings mehr. Dann einmal hier das an Garados. Dann mache ich wieder die Austauschtaktik. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Will aber nicht Kiel geholt werden. Nein. Oh, Machado! Na, das klappt.
Hoffentlich. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Oh! Jesus! Das war knapp. Ah, von einem Kind besiegt! Tja, jetzt wirst du Kehl geholt. Manchmal treiben Quallen an das Schiff. Der Koch fängt sie dann. Ew! Ihr seid ekelhaft! Ach so, hier geht's nicht weiter. Na gut. Dann gehe ich halt hier durch, weiter, klar. Und einmal hier runter. Da, 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 da. Ah, so viele Köche. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ihr läuft nur durch die Gegend. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ach, wirklich? Ah, das sind die Mülleimer. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Oh, buhu. Sag das mal einigen anderen. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Wenn man auf Fisch steht, ja. Tu ich nicht. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Aha! Ein Superball. Das ist cool. Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Der hat ein geiles Leben. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Jeder muss halt eine Aufgabe erledigen, sei es nun was Großes oder Kleines. Da hilft es nicht, wenn man sich dauerhaft beschwert. Meint ihr nicht? Na, ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center. Na, offensichtlich finde ich hier Dings nicht. Sag mal schnell. Eine Kabine, wo ich mich ausruhen kann. Weil es das vielleicht gar nicht gibt. Wer weiß. Ich habe das so langsam, die Befürchtnis. Befürchtnis? Was? Die Befürchtung. So. Na, 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 na. Dankeschön. Na gut, Moment. Dann kann ich ja mal kurz nochmals John Lennon besuchen. Ich bin nicht John Lennon. Ah ja, guck mal, so viel Geld habe ich hier jetzt. Bin rich. So, ein paar Pokebälle. Wieder. Nice. Na dann. Und wieder zurück aufs Schiff. Na, na, na. Na, 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 na. Ja, ich bin hier. Ich habe ein Ticket. Bla, ich bin nur kurz rausgegangen, um frische Luft zu schnappen und mich zu heilen, weil ihr offenbar keine Heilmöglichkeit habt. So. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Ups. Hab jetzt gerade mal blind gesteuert. So, dann gehe ich mal in die Richtung. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Ah, und von dem kriege ich natürlich auch den Zerschneider. Ah! Ahoi, Seebahn! Bist du seekrank? Das Schiff steht.
Es bewegt sich nicht. Ich habe festen Boden unter den Füßen. Bestes wie unter meinem Hintern. Wieso wollt ihr eigentlich alle Stress? Volltreffer! Ha! Oh, Tentacher. Obwohl, warte, nein. Ich wollte ja auch hier das Dings benutzen. So! Ha! So, mein liebes Garados. Wird Zeit zum Spielen! Oh. Na, mein Baby. Das hältst du aus. Diese Knuddelattacke hältst du aus. Da, siehst du. Du schaffst das. Nom. Ist das nicht ein Prachtstück? Ach, Garados. Du hast Glück gehabt. Mein Vater sagt, es gäbe 100 verschiedene Pokémon. Ich denke, es gibt mehr. Ja. Brrr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Ah, seht nur das schöne Wasser. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ach, hört doch auf zu heulen. Hey, wie wär's mit deinem Tänzchen? Kein Kämpfchen? Was ist los mit dir? Bist du krank? Naja. Einmal die Glut rausholen. Okay. Jaha. Aha. Aha. Sehr schön. Muschas. Die Muschel. Na dann, mein Baby. Dann tu mal dein Ding. Und beiß. Komm. Muscheln knacken. Jetzt, im Nachhinein. Ekelhaftes Gefühl. Ha! Verwirrung kann mir nichts! Denn das ist Garados und Garados ist der Boner von Chuck Norris! Ich bin beeindruckt. Hast du eine Ahnung, wie viele unterschiedliche Pokémon es gibt? Zur Anfangszeit waren es noch 151. Und jetzt im Moment sind es mehr als 600? Oder mehr als 700 sogar? Ich habe aufgehört zu zählen, ganz ehrlich. Das ist dann doch zu viel. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Na, das ist ja schade. Ich hab die Party verpasst. Naja. Ich bin sowieso immer die Letzte, die alles erfährt. Ne? Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Relaxo Tagträumer. No. Oh, guckt es euch an. So, dann noch ein paar bekämpfen, würde ich sagen. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Okay, dann schaue ich es mir an. Sag ich mal. Du Angler, du. Ah, ein sexy Fisch. Das sexy Fisch. Jetzt muss ich an dieses ein blöde Video denken mit Undyne von Undertale. A sexy fish. Oh Gott.
einfacher. Nom. One Hit einfach. Das ist mein Garados. Und Goldini. Und aus irgendeinem Grund... Achso, es ist ein Nachflash gewesen. Shadow, nehm an, am Stream. Sehr schön. Okay, das war's für mich. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Eine Party? Die dürfte längst vorbei sein. Du bist spät dran. Ja, sag dich doch. Ich komme immer zu spät. Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Bam. Das hat Schaden gemacht. Oh, ihr seid alle so besonders, ihr könnt Ultraschall. Ihr Elektroniker, fick dich. Na gut. Dann jetzt Lisa Knosp. Na. Na. Alter, wieso macht das so wenig? Ah, Volltreffer, na bitte. Wusch. Das macht mich traurig. Du hast so wenig. Ahaha. Superior. Der Typ besiegt der Gentleman. Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Weil du verloren hast? Vor 15 Jahren hätte ich mit Links gewonnen. Eben hast du noch hier gemeint von wegen, ah, ich fühle mich jung und dann plötzlich, ich hätte gewinnen können. Was ist los mit euch? Was seid ihr alle solche Bitches? Ist ja nicht mehr feierlich hier. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider kleinhacken. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser surfen sehen. Ach, der Surfer. Auf den freue ich mich auch schon. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Beides? Alles? What question is this? So, fertig. Ponita. Hm? Garados? No, guckt es euch an. Es sieht aus wie ein Plüschtier. Aha. Das ist mein Garados. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Dankeschön.
Ich mag Pokémon, die stark und selten sind. Also genau das, womit ich auch geantwortet hätte. Wo warst du, als die Party lief? Weg? Hatte andere Sachen zu tun? Wichtigere Sachen? Ach, Pummeluff! Paddy! Es pummelig! Es pummelt rum! Das P muss man natürlich so betonen, dass P, dass man damit hier Kerzen ausblasen kann. P. Oh, süß. Bam. Ah, es ist mächtig. Mach mal langsam. Du hast mich angegriffen. Ich bewundere die Stärke deiner Pokémon. Thank you. Oh, Sonderbonbon. Wie nett. Mal schauen, für wen ich den benutzen kann. So. Oder? Ja, doch. Das, ja, erst als. Es hört aber auch gerade nicht auf. Und ich bin schon über der Zeit. Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Oh, das ist ja schön. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Auf die freue ich mich tatsächlich auch schon. Da gibt's echt klasse Zeug. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Ah, dann nehmen Sie schon vorweg, was gleich auf mich zukommt. Aber bevor wir zum Kapitän kommen... Ja... Beende ich den Part. Egal ob positiv oder negativ, wir hatten ja gern gesehen, da draußen mal sei, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil.